Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich bin die Miri und Geralt hat in der letzten Folge es offenbar geschafft, den Fluch, den Blutfluch auf König Henselt aufzuheben, mithilfe dieses okkulten Rituals hier, Totenbeschwörungsritual. Jetzt sollen wir uns mit König Henselt treffen. Okay, würde ich sagen. Dann gehen wir da mal lang. Wenn wir schon mal gerade auf dem Weg sind, könnten wir ja mal kurz bei unserer Truhe vorbeischauen. Vielleicht das ein oder andere mal ablegen. Unser Inventar ist etwas voll. Und dann, ja, machen wir danach dann weiter. Wenn wir hier mal ein paar Sachen ablegen. Also, dieses Schwert brauchen wir nicht mehr. Das hier nicht, das hier nicht, das hier nicht. Die schwere Lederhose und die temerischen Schaftstiefel können weg. Das lassen wir mal. Bei den Trophäen könnte ich vielleicht ein paar verkaufen. Ja, und bei den Zutaten geht's los. Da haben wir einiges, was ziemlich schwer ist. Hier Neckarherzen. Ist auch einiges insgesamt. Da würde ich mal sagen, dass wir einen Großteil einfach mal weglegen. Hier machen wir so ungefähr die Hälfte. 69 Neckarzähne. Also so viel brauchen wir nun wirklich nicht. Eine Triagenzähne. Ja, ist okay. Neckarkrallen, 40 Stück, müssen vielleicht auch nicht gerade sein. Todesessenz. Haben wir auch einen Großteil. Harpienspeichel. Nekrophagenblut, das ist halt alles extrem viel. Und irgendwie brauchen wir gar nicht so dermaßen viel davon. Neckaraugen. Auch noch was, also diese ganzen Augen, die wir da immer haben, ne? Harpienaugen, da geht's gerade weiter. Ja. Das lassen wir mal. Amethyststaub könnte vielleicht auch noch ein bisschen was weg. Moment. Diamantstaub. Ja. Er sieht schon viel besser aus. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas Schweres vielleicht? Oh, wir haben 34 Tuch, die können weg. Das Leder kann raus. 67 Brechdraht brauche ich auch nicht. Das Silbererz lagere ich ein. Gehärtetes Leder. Solides Tuch kann auch weg. Nun gut. Bei den Rezepten hatte ich doch auch eine Sache doppelt jetzt, oder? Mir war so, genau. Wir hatten zweimal Leder. Ich brauche aber nur einmal. Das ist doch schon viel besser. 180 von 300, das hört sich anders an als alles andere. Dann werden wir uns mal zu König Henselt begeben. So, der sich hier oben irgendwo befindet. Wahrscheinlich ja in seinem Zelt. Genau, in seinem Zelt soll ich hin. Was sind das für Leute hier? Redanische Soldaten? Gefällt's mir gar nicht. Das tut mir leid. Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend wieder. Heute Abend? Habe ich noch irgendwas zu tun? Muss ich mit König Henselt sprechen. Dafür muss ich mit König Henselt sprechen. Hier, da kann ich nichts machen. Auch König Henselt. Also das Einzige, was ich machen kann, ist im Moment mit König Henselt zu sprechen. Können wir doch irgendwie ein bisschen Zeit schinden oder so? Vielleicht mit ihm nochmal... Nochmal Arm drücken? Du hast sie... Du bist... Oh ja, cool, da kann ich ja jedes Mal 100 Gold abstauben, sozusagen. Wenn ich mich nicht zu dumm anstelle. Na dann. Auf geht's. 100 Gold. Ich bin bereit. So. Schön unter Kontrolle halten. Jawohl. Ja, das ging eigentlich recht einfach. Du bist zweifellos der Beste. Ich muss üben. Schließlich sind wir Söldner und könnten uns eines Tages im Kampf gegenüberstehen. Na, das ist klar. Tja,
Aber ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit, also ich könnte schon, aber ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit nur Armdrücken zu machen. Oh, hier habe ich noch irgendwelche Sachen nicht eingeladen. Irgendwelches Zeug. Habe ich noch nicht gelootet bisher. Weil mir die Zeit fehlt. Schnösel. Ja, ich würde sagen, in dem Fall werden wir jetzt einfach ein bisschen meditieren. Die Frage ist, was meinen die mit Abend? Ich meine, wir sind jetzt wirklich schon sehr kurz vor der Abenddämmerung. Werden wir halt noch mal ganz kurz hier... Ach Leute, ich habe ja auch noch die drei Talente zu vergeben, fällt mir gerade ein. Das sollte ich vielleicht auch noch mal machen, ne? Ich habe ja gesagt, ich würde gerne die Wirkungsdauer von Tränken erhöhen. Machen wir erstmal das. Dann vielleicht sollten wir hier auch noch was im Kampf leveln. Schadensreduktion. Kritische Effekte bluten. Sofortige Tötung. Ja, warum nicht? Bluten ist eigentlich immer nicht verkehrt. Und vielleicht könnte ich ja auch hier Quen noch etwas leveln. Reflektierten Schaden auf mehrere Ziele. Das hätte doch was, oder? Okay. Ich habe schon lange nichts mehr gesehen, dass ich irgendwo Mutagene anwenden können kann. Das ist irgendwie schade. Der steht immer noch da. Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend wieder. Ist ihm immer noch nicht Abend genug, ja? Muss ich wohl noch mal Zeit abwarten. Dann machen wir das jetzt hier bis abends, bis Mitternacht angeblich. Das ist immer ein bisschen komisch in dem Spiel. Er sagt zwar Abend, aber er meint halt was anderes. Ja, würde ich mal kurz speichern. Man weiß ja nie. Reiß dich Darf zusammen. Ich dann jetzt? Gut, ja. Dass du da bist. Heute Morgen ist ein Bote aus Redanien gekommen. Vorlesen. Der König von Redanien, Radovid der Fünfte, Sohn des Wisimir und der Hedwig von Maleore, Erbe von... Zur Sache! Es entspricht nicht der Wahrheit, dass Temerien nach dem Tode von König Foltest ohne... Es trifft nicht zu, dass Foltest keinen rechtmäßigen Erben hinterlassen hat. Und wer erbt nun? Königin Adda, Tochter des Königs Foltest, Gattin des Radovid. Adda? Wo doch jeder weiß, dass sie die Frucht von Blutschande ist. Geralt, soviel ich weiß, lastet doch ein Fluch auf ihr, nicht wahr? Ja, den habe ich von dir genommen. Ihr seid ebenfalls verflucht? Naja. Stimmt. Foltests Tochter war eine Striege, aber ich konnte den Fluch aufheben. Sonst wäre eine Ehe mit Radovid auch schwer vorstellbar. Mir scheint, du hast den Fluch schon zweimal aufgehoben. Ja, vielleicht muss ich es auch noch ein drittes Mal tun, aber... Vielleicht sind auch hier aller guten Dinge drei. Dreimal, viermal, 50-mal? Adda könnte neuen Appetit auf Menschenfleisch entwickeln. Bestell König Radovid, dass ich nicht daran denke, ein Monster mit einem Königstitel zu ehren. Und wenn Redanien nicht will, dass... Was ist hier los? Wache! Ups. Oh mein Gott. Ein weiterer Mörder? Na, Geralt? Hoppla. Oh nein, das ist... Ich glaube, das ist ein weiterer Hexer, oder? Nein, es sind zwei. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal was für unser Schwert tun. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Trank hier, ne? Okay, was kann ich denn machen? Mein Stahlschwert könnte ich vielleicht mit einem Schleifstein verbessern.
Oh Gott. Okay. Die haben natürlich auch super schnelle Reaktionen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Kurz ausweichen. Ich bräuchte vielleicht ein anderes Zeichen. Ich weiß nicht, ob ich damit Art jetzt weiterkomme. Ich probiere es einfach mal. Okay, in der Zeit habe ich auf jeden Fall eine Chance. Während der mit Art getroffen ist. Okay, weg, 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 weg. Oh Gott im Himmel. Okay, aus dem Weg. Hoppla. Okay. Hops. Was passiert jetzt? Okay. Hat das jetzt gereicht? Wer ist das? Sheila. Was waren denn das für welche? Die wollten mich doch glatt umbringen. Mich! Verfluchtes Bordell! Hexer, wir müssen reden. Ja, das glaube ich auch. Detmold sagt, du bräuchtest dieses Medaillon. Du hast mir das Leben gerettet. Und ich bin durchaus nicht so undankbar, wie man immer behauptet. Schade, dass wir keinen von ihnen lebendig erwischt haben. Nicht heulen, Tankerville. Auch Tote können auspacken, wenn man weiß, wie man es anfangen muss. Ich weiß genau, wie man das anfängt. Totenbeschwörung ist verboten. Solange die Bruderschaft nicht existiert, kann man schwerlich behaupten, irgendwas sei verboten. Mhm. Was sagen denn Eure Majestät dazu? Ich will restlos alles erfahren. Und wenn du den Toten dafür besteigen musst. Die Totenbeschwörung, mein Herr, ist dasjenige Gebiet der Magie, das... Einerlei. Du machst einfach das, was nötig ist. Auf mich müsst ihr verzichten. Wie sagt man so schön? Frauen haben lange Kleider, aber kurzen Mut. Hexer, ich brauche deine Hilfe dabei. Du weißt, wo du mich findest. So geht das schon ewig. Das Fräulein schmollt und grollt bei jeder Gelegenheit. Kennt keinen Respekt vor ihrem König. Als wäre ich ein notgeiler Knecht. Was soll ich sagen? Sheila hat nun mal ihre Prinzipien? Nicht jeder Zauberer ist von der Art eines Detmold, dem der Sinn danach steht, in Leichen zu wühlen. Solange sie in meinem Heerlager weilt, hat sie gefälligst zu tun, was ich ihr auftrage. Ja, geh! Detmold kaut sich vor Ungeduld sicher schon die Nägel weg. Habe ich jetzt endlich mal dieses blöde Ding bekommen? Dieses Amulett? Immer noch nicht, ne? Das gibt's doch nicht. Verfolge die Attentäter und kehre zu Hänsel zurück, um das Medaillon zu holen. Oh mein Gott. Puh, ja, ein Attentat nach dem anderen hier. Moment, da wollen wir nicht hin. Ich wollte mir jetzt eigentlich mal unser Quest-Log anschauen. Ja, die Königsmörder. Also die scheinen wirklich zu gehören. Oh, ein nekromantisches Ritual. Das ist doch eigentlich verboten, ey. Und das sollte ich jetzt auch machen, ja? Ach so, wisst ihr was? Ich glaube, da hilft es. Da hilft dieses Ding, was ich ihm gegeben habe. Ein Fall für einen Zauberer. Am Ende verwendet er genau das. Gott. So, und wo ist das Ganze jetzt? Wo muss ich jetzt da hin? Wo ist Detmold? Hä? Der befindet sich irgendwo da unten, ja? Ich hab ein bisschen Bammel gegen eine Heilige zu ziehen. Du hast so viel feindliche Propaganda. Ach, wisst ihr was? Ja, natürlich, der ist da in diesem Lazarett, da wo die ganzen Kranken und sind. Da sind wahrscheinlich jetzt auch die Toten. Hier. Oh Gott. Wieder ein komischer Kreis hier.
Ja, den habe ich ordentlich zerlegt, ne? Mein ganzes Bein abgerissen. Geralt von Riva, bereit für die Fahrt deines Lebens? Warum ausgerechnet ich, frage ich erstmal. Ohne mich kommst du also nicht zurecht? Du bist ein Mutant, ähnlich wie der Mörder. Jeden gewöhnlichen Menschen würde der himmelblaue Traum des Hanma Vyn umbringen. Du brauchst einen Trank, der die Leistungsfähigkeit des Herzens steigert und das Kreislaufsystem stärkt. Am besten hat er noch halluzinogene Eigenschaften, damit du mehr siehst. Ein Erpel müsste es tun. Okay. Erklär mir die Prozedur. Hab ich Nekromantie Erpel? Stinkt doch zum Himmel. Was genau hast du eigentlich vor? Der himmelblaue Traum des Hanma Vyn ist ein Zauber, der es dir möglich macht, die Erinnerungen des Toten zu erfahren. Deine Sinne erleben dasselbe wie die seinen zu Lebzeiten. Für dich als Mutant ist das eine ganz harmlose Sache. Na klar. Bevor es losgeht, habe ich noch was zu erledigen. Ja. Gönn dir einen Wodka, geh ein bisschen vögeln, entspann dich. Ich wollte eigentlich nur mal nachschauen, ob ich diesen Erpeltrank habe. Mehr wollte ich gar nicht. Erpel, Erpel, Erpel. Nein. Dann muss ich den wohl erstmal herstellen. Alchemie. Habe ich den? Nee, ne? Okay, ich habe das Rezept gar nicht. Vielleicht muss ich ihn danach fragen. Hast du dir den Trank zur Stärkung gegönnt? Du bist so blässlich. Nicht, dass du mir hier aus den Latschen kippst. Bald. Ich muss mich noch vorbereiten. Ein Erpel müsste es tun. Ach so? Ja, toll. Wo kriege ich denn dieses Rezept her? Also, wenn ich... Erstmal kurz gucken, ob ich das Rezept hier richtig habe. Erpel, Erpel, Erpel. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen, das weiß ich. Nur wo kriege ich das jetzt her? Muss ich erstmal wieder meine ganzen Leute hier abklappern, die ganzen möglichen Händler. Vielleicht hat der hier was? Ach du Schreck. Reliquien. Klappe. Hast du Asche, alles? Nee, der hat nur ein paar Zutaten. Wo ist denn der Typ, der da gearbeitet hat? Stimmt, da war doch immer einer, der in dem Zelt gearbeitet hat. Und der hatte das Lager? Rezept. Ein Saustall ist das. Dirk. Leute wie ihn gab's bei uns auf dem Land nicht. Hast ganze Arbeit geleistet. Danke. Danke. Vasil? Wir sind bereit. Freut mich. Noch ein Vasil? Wie viele Vasils gibt's hier denn? Jakob? Tag. Julian? Bewegt von den Weisheiten des Propheten Majoran? Mit einem Oren kannst du seinen Anhängern helfen. Nix für da. Einen Oren schreibe ich dir auch was Kluges auf. Geizhals. Ich lass mich hier doch nicht über den Tisch ziehen. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Jan Jochem? Ich dachte, der Typ hätte den Erpeltrank gehabt. Nur wo finde ich denn den jetzt? Ist der immer noch in dem Zelt? Ist der vielleicht woanders? Nee, hier gibt's nichts. Meister Miron. Der war's doch. Der hat doch vielleicht diesen Trank. Erpel. Hier haben wir's doch. Energie minus 1. Ja. Gut, muss ich wohl kaufen. Schade. Vielleicht kann er uns ja noch... Ah, angeblich interessiert dich die wilde Jagd. Das hab ich suche gesehen. Informationen über die wilde Jagd. Dieses Phänomen fasziniert mich auch. Sehr geheimnisvoll. Was weißt du darüber? Am besten besorgst du dir die Aufzeichnungen von Morten Collis. Er hat sein Leben der Erforschung der wilden Jagd gewidmet. Danach reden wir über die Details. Das habe ich doch schon gelesen. Ich habe die Aufzeichnungen von Collis gefunden. Dann lass uns unser Wissen vergleichen. Belegte Tatsachen gibt es wenige. Dafür umso mehr Mythen und Legenden. Allerdings... Wo fangen wir an?
Was ist mit der Richtung der wilden Jagd? Collis hat die Richtung diskutiert, in der sich die Jagd fortbewegt. Man weiß, dass sich die wilde Jagd von Nord nach Süd bewegt, niemals umgekehrt. Das sagen auch Collis und meine Erinnerungen. Was nicht heißen soll, dass ich es verstehe. Der Reitertrupp tritt offenbar am Nordpol in unsere Welt ein. Von da aus kann man sich nur nach Süden bewegen. Und wenn sie ganz im Süden sind, was passiert dann? Den Aufzeichnungen zufolge kann die Ankunft der wilden Jagd anhand eines Sternennebels vorausgesagt werden. Und die Häufigkeit ihres Erscheinens hängt offenbar mit Sonnenfinsternissen zusammen. Aha. Die Jagd erscheint zur Wintersonnenwende. Allerdings nicht jedes Jahr. Collis hat gezeigt, dass die Jagd in solchen Jahren in unsere Welt eindringt, in denen man den Sternennebel Orkan am östlichen Firmament sehen kann. Mhm. Als ich die Jagd verfolgte, kam ich oft durch leere Dörfer. Die wilde Jagd entführt Menschen. Wozu denn? Vielleicht brauchen sie Arbeitskräfte. Oder Krieger. Oder Fleisch. Collis meint, dass es um Sklaven geht. Die Zauberinnen wollen nicht darüber reden. Schwieriges Thema. Seit mentale Zauber von Kammer und Rat verboten wurden, ist die wilde Jagd ein Tabu. Welchen Aha. Zusammenhang gibt es zwischen mentalen Zaubern und der Jagd? Beide wirken verwirrend auf den menschlichen Geist. Wer mit der wilden Jagd Kontakt hatte, leidet an psychischen Störungen wie Wahnsinn oder Amnesie. Die Aha. Geister haben ein magnetisches Feld, das die Hirnfunktionen durcheinander bringt. Ah, das erklärt vielleicht unsere Amnesie. Die Jagd kündigt Kriege an. Es heißt außerdem, dass die wilde Jagd Kriege ankündigt. Zufall. Die wilde Jagd ist im Winter unterwegs. Kriege beginnen im Frühling. Ja. Fassen wir zusammen. Nach seinen Beobachtungen stellte Collis zwei Hypothesen auf. Die erste: Die wilde Jagd besteht aus Rittern, die in verschiedenen Welten im Kampf gefallen sind und sich in einem sogenannten Zug der Rache organisieren. Die zweite: Eine unbekannte mächtige Kraft vervielfacht die Geister und veranlasst sie, in verschiedenen Welten Sklaven zu erbeuten. Beide Hypothesen sind denkbar. Wenn das Magnetfeld der wilden Jagd Wahnsinn auslöst, könnte ein erneuter Kontakt doch das Gegenteil bewirken. Tatsächlich. Vielleicht könnte jemand mit einer solchen Störung durch einen zweiten Kontakt mit der Jagd wieder gesund werden. Aber wer will das beurteilen? Wer ihr entkommen ist, legt selten gesteigerten Wert auf eine zweite Begegnung. Ich denke, dass man durch die wilde Jagd das Gedächtnis verlieren und auch wiedererlangen kann. Sag mir, was du weißt. Ich habe eine solche Amnesie. Und jetzt kehren meine Erinnerungen zurück. Seit wann genau kehren sie zurück? Seit ich den König der wilden Jagd vernichtet habe. Okay. Und wir haben noch dieses Lied von der Jagd gefunden. Ich habe ein gewisses Lied von der Jagd gefunden. Nun, das ist wohl kaum wissenschaftlich. Darüber solltest du mit jemandem reden, der sich für Poesie interessiert. Ja, vielleicht mit Rittersporn. Leb wohl. Viel Erfolg. Wobei auch immer. Ja, danke. Das war doch interessant und erhellend, würde ich sagen. Dann werden wir jetzt erstmal unseren Trank hier brauen. Für das olle Nekromantie-Ding. Ach hier, Erpel, den brauche ich. Tja, ich weiß nicht, wie viel mache ich davon jetzt? So 3-4 Stück, würde ich sagen. Ja. Tja, gut, dann sind wir ja bestens vorbereitet, würde ich sagen. Dann lasst uns mal mit Detmold sprechen. Achso, Moment mal, ich muss ja noch diesen Trank zu mir nehmen, fällt mir gerade ein. Also, Trank einnehmen. Erpel. Und jetzt sind wir bereit. Ich bin bereit. Ach, wie schön. Der himmelblaue Traum ist schon was Besonderes, doch er lässt dich nur die letzten Stunden des Mörders nacherleben. Hoffentlich lohnt es sich. Gib auf jedes noch so kleine Detail Acht. Orte, Namen, einfach alles. Werde ich tun. Dann fangen wir an. Vekina Sansala!
Den haben wir aber ordentlich aufgeschlitzt. In diesem Nebel könnte ich mich glatt selbst verlaufen. Sieh's doch mal so. Jetzt sind wir praktisch unauffindbar. Es sei denn, Hänselt greift Wergen trotzdem an. Hänselt greift niemanden mehr an. Du bist ein unverbesserlicher Optimist. Okay. Ah. Ich hab ne Ahnung, wo die sind. Ja, das ist doch... Ist das nicht da in der Nähe von, von der Kräuterkunderhütte, wo ich schon mal war, wo ich dachte, ich könnte durch und dann ging's doch nicht? Ja, es gibt auf jeden Fall genug Harpien hier. Okay. Und jetzt? Wo geht er lang? Dahin. Okay. Ja, seht ihr? Hier. Tritt lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Hänselt uns möglichst weit entgegenkommen. Du hast dich gewunden wie ein Fisch im Netz. Lass mich. Ich war so nah dran. Verdammt. Na gut, mach die Augen zu. Na toll. Das Ganze jetzt unterbrochen, oder wie? Sansala. Lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Hänselt uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat, der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot, wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur dahin wie Fledermäuse. Lieber ein paar Höhlenkoller ertragen, als von den Büppeln des Königs erschlagen zu werden. Egan, was ist? Was du? Du hast dich gewunden wie ein Fisch im Netz. Lass mich. Ich war so nah dran. Verdammt. Na gut, mach die Augen zu. Mach ich irgendwas falsch, Leute? Weg in der Sansala! Ich sollte doch bisher eigentlich nur hinterherlaufen, oder? Tritt lieber genau in meine Fußstapfen. Ja, mach ich doch. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Hänselt uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat. Der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot, wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir... Hä? Du hast dich gewunden. Lass dich. Mann! Was mache ich denn falsch? Ich verstehe es nicht, Leute. Was mache ich falsch? Leto will ihn tot. Wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur dahin wie Fledermäuse. Lieber ein paar Höhlenkoller ertragen, als von den Büppeln des Königs erschlagen zu werden. Egan, was ist? Hast du plötzlich Schiss?
Angeblich weicht Detmold Hänselt nicht von der Seite. Und dann soll auch noch der Hexer im Lager aufgetaucht sein. Er ist allein. Wir sind zu dritt. Du weißt, was das für einer ist. Ich weiß, was er mich mal kreuzweise kann. Mach dir keine Gedanken über ihn. Okay. Willst du wissen, über wen ich mir Gedanken mache? Triss Merigold. Wenn die Ausplauder das Sheila Demavent aus dem Weg schaffen ließ, gerät alles außer Kontrolle. Leto sollte sie kalt machen. Ja, das sollte er. Aber offenbar steht ihm der Sinn nur nach Königsmorden. Okay. Guten Tag, Leto. Da seid ihr ja endlich. Das Heerlager wird behütet wie die Keuschheit einer Prinzessin. Habt ihr was herausgefunden? Der Weiße Wolf ist zusammen mit Vernon Roche hier eingetroffen. Offenbar ist er jetzt Hänselts Laufbursche. Ein anderer Laufbursche wäre mir lieber. Erinnert sich an gar nichts. Es dachten doch alle, er hätte Volltest umgebracht. Solange sein Gedächtnis weg ist, sind wir ja vor ihm sicher. Ganz und gar nicht. Das macht ihn umso gefährlicher. Wir müssen vorsichtig sein nach dem Bruch mit Jovid und seiner Bande. Und noch etwas. Sheila Detankerville. Oh ja. Unsere Zauberin wird gefährlich. Detankerville hat ihre Schuldigkeit getan. Detankerville kann gehen. Wir werden sie nicht töten. Noch nicht. Du musst es wissen. Genau. Zuerst ist Hänselt dran. Der hat absoluten Vorrang. Macht euch sofort auf den Weg. Und du? Ich gehe nach Loch Moin. Dort laufen alle Fäden zusammen. Seid vorsichtig. Dann sehen wir uns bald wieder. Leeren einen Krug Wein und lachen über alles? Wer weiß. Na, der leert auf jeden Fall keinen Krug Wein mehr. Oha. Ich klettere über die Palisaden. Treffpunkt ist der Eingang zu den Grotten. Und dann habe ich gehört, dass ihr einen Teil der Abgaben in den Höhlen unterm Lager gehortet habt. Psst, sollen das vielleicht alle erfahren? Ich weiß nicht, von wem du das hast, aber wenn du die Zunge hütest, wo soll ich bekommst hin? Du deinen Anteil. Dann gilt die Abmachung? Ach so, ja, ich muss da hoch zum König Flash schleichen, ne? Na, da geht's nicht lang, okay. Schon wieder irgendwas falsch gemacht? Komm zu dir. Ich sterbe vor Neugier. Was hast du erfahren? Sheila hat ihnen geholfen oder ich kenne ihr Versteck. Ich würde sagen, das ist jetzt gefährlich. Sie verstecken sich in den Schluchten. Da finden wir bestimmt den anderen. Unser Mann hier dürfte einen Schlüssel zum Versteck haben. Woran erinnerst du dich noch? Sheila de Tankerville. Sie sprachen davon, dass Sheila ihnen beim Mord half. Sheila, sie war eben hier, als du in Trance warst. Sie sagte, sie wolle den zweiten Mörder verfolgen. Woran erinnerst du dich noch? Keine Zeit zu verlieren. Ich muss ihnen nach. Viel Glück, Geralt. Okay. Ja. Krasse Sache. Und zu diesem Versteck der Königsmörder werden wir dann zum nächsten Mal gehen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.